Oh, dürfen wir hier nicht rumlaufen? Ja, ich weiß ja. Sollten vielleicht unsere Tour hier abbrechen. Wollen wir hier so nochmal rumgehen? Ich glaube, hier sind Polizisten. Heiko geht einfach weiter. Du willst doch nicht da runter, oder? Bist du lebensmüde? Ja, ist das noch das Projektil hier? Der dreht doch voll am Rad hier. Da sind Menschen und Hunde. Was? Was ist? Damit haben wir nicht gerechnet. So, willkommen zu einem neuen Abenteuer mit Heiko. Weil Heiko ist hier mein Lost Place Führer. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert! Den haben sie noch mal einigermaßen verschont hier, ne? Das ist die Frage, oder haben sie es nicht besser hinbekommen, den wegzuspringen? Geh mal die Stallmatten an hier. Da rein, ja. Da rein. Wenn man nicht hinguckt, ja. Wenn man nicht hinschaut. Freunde sind Nation erst grüßen, Alter. Richtig dicke Stangen. Sieht richtig heftig aus, ne? Ja, was ist das da an der Wand? Eigentlich schon gleich an, oder? Was ist das da? Das Abgeplatzte da alles? Das ganze Abgeplatzte, das sieht aus wie Einschusslöcher bald, oder nicht? So, wir gehen mal rum. Heiko scheint irgendwie halb drin zu sein. Ja, ruhig. Also kann man da rein? Ja, kannst du, ja. Was ist eng hier? Wir sind doch drin, ne? Wir haben es geschafft. Cool. Hast du einen Eingang entdeckt hier? Ich frage mich nur, was das gewesen ist. Aller Teller oder was? Wahrscheinlich. Oh, Vorsicht! Da, was ist das hier? Ist das noch das Projektil hier oder was? Weil für mich sieht das aus wie Einschüsse hier. Da. Einer der interessantesten Bunker. Weil. Hier gibt es eine Tropfsteinhöhle. Und sie ist immer noch aktiv. Dauert ein bisschen, bis der Tropfen runterfällt, aber das habe ich so auch vorher noch nie gesehen. Hier draußen bei den verlassenen Bunkern. Das ist ein Highlight. Gut. Dann würde ich sagen, verlassen wir diesen wunderschönen Ort wieder und wir gehen weiter. Oh, ich habe mein Knie gegen Beton gehauen. Wer weiß, woran sie experimentiert haben damals. Ja, ich sag ja, oder hat das irgendwas mit Raketen zu tun? Irgendwie so eine Raketenbasis oder was? Junge. Mann. Hier geht jeder Lost Player das Herz auf. Wildschweine sind hier in der Nähe. Das riecht hier ganz stark nach Schwein. Denkst du, die haben das hier belagert? Könnte gefährlich werden. Die haben gerade Frischlinge. Wir haben schon Spuren gesehen von Frischlingen. Also diese ganz kleinen Abdrücke. Und wie schon gesagt, wir halten uns halt hier nur bei den Bunkern auf. Und versuchen den Tieren nicht in die Quere zu kommen. Boah, wie kannst du dich hier aufspießen? Hier wächst ein Baum drin. Na Hans, wie geht's dir? Fühlst du dich wohl hier auf dem Beton? Du willst doch nicht da runter, oder? Mach keinen Scheiß. Kommen wir auch wieder raus? Ach, das ist ja mir nicht, aber das kann ich gar nicht. Da müssen wir doch mal eine Nacht hier drin schlafen. Soll die Kamera wieder abnehmen? Ja. Nicht, dass wir ein Problem haben. Stopp! Was? Siehst du die Markierung hier vorne? Warum sollte man eine Markierung machen? Also nach Marder roch das nicht. Das war kein Raubtier. Sondern für Lisa und Schwein. Okay, und hier?
Was? Okay, er hat irgendwas. Oh, puh, das riecht hier. Was ist das? Oh. Puh, heftig. Da sind Menschen und Hunde. Wir sollten halt nicht so laut sein. Heiko, bist du lebensmüde? Ja. Machst du da? Ja, aber ein bisschen besserer Überblick hier. Der dreht auch voll am Rad hier. Oh, hier, guck mal. Ich kann mal durchgucken. Oh, das sieht gruselig aus. Wenn du hier durchguckst und siehst, der Boden ist in 5 Meter Tiefe. Stell dich mal da an der Kante. Okay. Nein, nein, hör auf damit. So, jetzt mal im Ernst, du weißt ja auch nicht. Ich denke mal, das hält ja alles. Oho. Das schon. Ne? Ja, wer weiß. Ich denke schon, das hält ja alles. Nein, hör auf. Heiko, na? Du hier halte ich mich am Ast fest, alle bricht ab. Du bist verrückt. Oh, das wird ja anders, wenn du hier runterkommst. Heilige Kacke. Kannst du mal die Kamera mal hergeben, oder? Ja, hier. Nicht auf der Ecke zu schwer. Oh, geht schon ein paar Meter runter. Leider sieht man das auf der Kamera immer nicht so gut. Ich müsste, glaube ich, unten stehen. Da sieht man erst die Höhe. Spring mal da gegen den Baum, halt dich fest, rutsch dich ab wie bei der Feuerwehr, so nach unten. Und dann erzähl mal, wie das war. Dann mache ich das vielleicht auch. Aber bricht schnell, ne? Ach so. Was wäre? Ein Ast. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es immer das Gleiche, weil die sehen irgendwo auch fast alle gleich aus. Ne? Ja. Aber es passt mir eigentlich voll hier. Also da hinten wurde Munition produziert. Sonne blendet, man sieht nichts mehr, aber da halten sich auch Leute auf und wir können jetzt nicht einfach filmen und deswegen. Ja. Wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass wir hier Schwarzpulver hergestellt haben. Auf dem ganzen Gelände, in den ganzen Bunkern hier. 1945 wurde das hier alles gesprengt. Und das ist wahrscheinlich einer der interessantesten Orte, die man hier erleben kann. Ja, los. Diese Geschichte hier hat ja noch eine andere. Also, wir sind jetzt hier in dem Lager, halt wo die, wie nennt man die? Die Gefangenen, die... Also, wir sind hier im Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme. Das war damals mal ein Klinkerwerk. Das haben die Häftlinge selbst aufgebaut, das Lager. So, wir gehen jetzt mal zum alten, das war eigentlich ein Viehwagen. So, da haben sie die Häftlinge mit transportiert. Da haben wir dann noch eben halt Schienen. Dann hast du hier sämtliche Werkstätten. Dann hast du eben halt die Verwaltungsgebäude. Da vorne sind die ganzen Baracken gewesen, haben sie alles gesprengt damals. Weil eben halt wegen solchen Gefahr und so ein Scheiß. So, aber die Häftlinge wurden auch teilweise auch ordentlich schikaniert. Oha. Und in denen wurden sie so transportiert, wie das Bild dort zeigt, oder? Kannst du so sagen, ja. 1944. Soll ein Zaun darstellen. Das war hier, war praktisch mal ein Zaun. Der lief hier mal längs. Hier die ganzen Baracken hier. Da, da und da. Das sind alles Baracken, die hier gestanden haben. Also wir sprechen hier immer noch von den gleichen Gefangenen, die im Wald, wo wir die ganzen Bunker gesehen haben, halt ja, Schießpulver hergestellt haben. Also Schwarzpulver. Ja. Für den Krieg. Oh, dürfen wir hier nicht rumlaufen? Ich glaube, hier sind Polizisten. Dürfen wir hier? Ja, Christian. Ja. Sollten vielleicht unsere Tour hier abbrechen. Wollen wir hier so nochmal rumgehen? Heiko geht einfach weiterhin. Entweder Security oder Polizisten. Wir werden es herausfinden vielleicht. Wir sollen uns rausschmeißen. So, ja, wir kommen jetzt zum Ende von dem Teil. Halt, wir wollten nur mal wissen, warum im Wald so viele Bunker sind. Und jetzt haben wir es herausgefunden. Das hat alles hiermit zu tun. Ja, interessante Geschichte, was hier damals abgelaufen ist. Ja, und von daher... Bordstein. Alter, Bordstein. Von daher würde ich sagen, ist das Video hiermit zu Ende. Und wir sehen uns dann in neuen Teilen weiter. Also andere Sachen, wie Survival und so. Guti. Sag tschüss, Heiko. Leute, haut rein. Ich werde mal so Leute, haut rein.